So, meine Lieben, herzlich willkommen zurück bei Die Siedler 2. Ich bin's, euer Odin. Und ja, wir sind hier in Level 2. Und wir schreiten ganz gut voran. Schauen wir uns mal kurz die Karte an. Hier sind wir. Hier unten ist eines der beiden nubischen Völker, mit denen wir uns hier anlegen. Wenn ich mich erinnern kann, haben wir einige Baustellen hier. Ja, wir haben einige Baustellen. Hier haben wir endlich Gold gefunden. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Was hier oben hinkommt. Ah ja, eine Fischhütte, okay. Es sieht eigentlich... Ich wollte gerade sagen, wir sehen eigentlich ganz gut aus. Wir sehen natürlich auch gut aus. Aber insgesamt sieht es sehr gut aus, was wir hier zusammen schustern. Schauen wir mal, hier unten ist noch Holzfäller. Mit dem Holzfäller, der ist noch bei 100%. Okay, der arbeitet noch. Sollen wir hier mal... Ah nee, wenn wir hier jetzt einen Förster bauen, dann schustert der hier auch alles zu. Muss auch nicht sein. Hier oben ist ein Holzfäller, genau. So, hier ist ein Sägewerk, weil hier kommt noch ein Holzfäller hin. Hier kommt noch ein Holzfäller hin, ja. Ich denke, schauen wir mal. Holz sollte... Ja, wir haben keine Bretter. Wir müssen uns noch irgendwo ein schönes Holzgebiet erschließen. Deswegen stocken hier auch gerade unsere Baustellen so ein bisschen. So, hier ist jemand drin. Wunderbar. Ja, uns fehlt es halt irgendwie so ein bisschen an allem. Also was Nahrungsversorgung angeht. Vielleicht hier unten so ein bisschen, wenn wir hier einen Förster hinbauen. Heu kriegen wir ja gerade. Ah ne, das Heu kommt ja direkt in die Brauerei, genau. An Soldaten fehlt es uns ja auch nicht. Hier oben ist die Schlosserei, aber ich glaube, die haben wir jetzt auch komplett rausgenommen, oder? Aus dem Verteiler. Ja, die kriegt kein Brett mehr, genau. Weil wir die für die Baustellen brauchen, ist auch vollkommen richtig so. Werkzeuge brauchen wir jetzt gerade nicht zwingend. Nehmt es mir nicht übel, dass ich mich nicht ganz erinnere an alles, weil ich spiele ja nebenbei auch noch die Siedler 1 und ja, kommt mal ein bisschen durcheinander. So, hier ist noch... Hier ist alles am Arbeiten, genau. Wir haben Eisen, wir haben Kohle. Kommt alles in die Eisenschmelze und das wird dann weiter in die Schmiede getragen. Wunderbar. Daran fehlt es uns auf jeden Fall nicht. Hier oben fehlt auf jeden Fall noch Zeug. So, hier sind auch noch Tiere. Ich glaube, dass wir hier einen Jäger hinbauen wollten. Ja, perfekt. Gut. Also den Überblick haben wir noch nicht komplett verloren. Ich weiß noch, dass wir einige Baustellen aufgerissen haben, jetzt kurz bevor wir aufgehört haben. Zu viel für unsere momentane Wirtschaftslage. Wir haben jetzt mal zwei Lager gebaut. Hier ist eins. Hier ist eins. Ich werde jetzt auch ab sofort mit Rechtsklick hier rummarschieren. Das ist, finde ich, ein bisschen smoother. Ist einfach ein bisschen smoother, als wenn wir jetzt mit der Tastatur... Hier, so ist es, wenn ich es mit der Tastatur mache. So bum, 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 bum. Könnte man auch meinen, dass das Spiel ultra laggt. Und ja, das muss ja nicht sein. Das muss ja nicht sein. So, was haben wir hier? Wisst ihr was? Okay, die Musik setzt aus, wenn wir Straßen bauen. Machen wir mal so. Hier so eine Verbindungsstraße. Das denke ich auch ganz praktisch. Können wir uns überlegen, was könnten wir denn hier... Hier. Was könnten wir hier hinbauen? Wir bauen... Odin, wir bauen jetzt erstmal gar nichts. Schauen jetzt erstmal, wie wir hier vorankommen. Kommt von dem Hundertsten ins Tausendstel. So, hier unten, die Fischhütte ist fertig. Sehr schön. Der Weg ist fertig. Sehr schön. Der Bauer ist gut am Bienen. Wunderbar. Also wir haben drei Fischerhütten. Hier sieht auch soweit alles gut aus. Genau, hier ist ja ein Speer drin. Der schaut, der lurt ein bisschen zu unseren Gegnern hier rüber, die dieses Mal auch Gold haben. Was natürlich nicht so prickelnd ist. Naja, wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass die uns da nicht ins Getriebe kacken. Gell? Das muss nicht sein. So. Wenn die Bäume hier unten gefällt sind... Okay, der macht nichts mehr. Der ist nur noch bei 44%. Den können wir abreißen, weil da ändert sich auch nichts mehr. Gut, der zieht ja dann hier oben ein. Entweder hier oder hier, je nachdem, was zuerst fertig wird. Oh, diese Statistik ist schon ab und zu geil, wenn man sieht, was so passiert. Brunnen? Wollten wir nicht einen Brunnen bauen?
Das ist ja ein Schlachthaus. Wollten wir nicht einen Brunnen bauen? Schicken wir mal einen Gelehrten hin. Der soll sich darum kümmern. Ja, und das Sägewerk hier unten, das ist noch so lange sinnvoll, wie wir hier das Holz abbauen, hier unten. Auch hier dann noch, hier wird auch noch ein Holzfäller hinkommen, müssen wir jetzt einfach noch nicht bauen. Wir müssen uns echt ein bisschen zurückhalten, was die Baustellen angeht. Hier könnten wir auch, der Holzfäller hackt hier noch weiter. Ich hoffe, der macht noch ein bisschen was, wobei ich auch glaube, dass der jetzt dann bald ausgedient hat. Steinbrüche sind mir persönlich am liebsten. Ja, die Schlosserei wird jetzt dann auf Null sinken, das ist auch halb so wild. An Soldaten fehlt es uns zumindest nicht. Das ist schon mal sehr gut. Wir werden jetzt dann früher oder später wahrscheinlich erstmal... Ah ne, eine Eselzucht brauchen wir erstmal noch nicht. Aber einen Brunnen brauchen wir. Hier könnten wir einen Brunnen hinbauen. Ich werde mal hier einen Brunnen errichten und schauen, wie wir die... Ach komm. Das ist ja optimolst. Dann haben wir hier einen Brunnen. Kommt dann hier in die Schweinezucht rein. Genau, Getreide kommt von hier unten. Hier daneben ist der Schlachter. Gold wird nun auch schon gemacht. Ach, wunderbar. Aber warum wird hier nicht weitergebaut? Haben wir da die Prioritäten anders gesetzt? Schauen wir mal kurz. Granitbergwerke haben wir eh noch keins. Heu muss auf jeden Fall in die Brauerei und die Schweinezucht. Ja, das System bei uns ist noch nicht optimal ausgereift. Aber wir schreiten gut voran. Wir schreiten gut voran, was unsere Erweiterungen angeht. Was unsere Erweiterung, also unsere Expansion besonders angeht. Und wir haben uns, denke ich, schon einen guten Grundstein erschaffen. Ah, nice, der baut hier die Palmen auch ab. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Hier unten wird eh nichts mehr gemacht, außer Rohstoffe abgebaut. Hier kommen die Bäume, die kommen den weiten Weg zu dem Sägewerk. Ein paar Wege mehr bauen, einfach damit man auch Ausweichmöglichkeiten hat, weil hier wird ja alles Mögliche transportiert. Schon Scheißdreck und Klump, ja. Aber ich habe halt einfach richtig Bock auf die Siedler 2, ich weiß nicht warum. Irgendwie habe ich richtig Bock. So, die Fleischerei ist auch fertig und der Bauernhof ist fertig. Hier kommt schon der Bauer, da kommt der Fleischer. Wie sieht es denn generell mit... Bauernhöfen noch aus. Bauern haben wir keine mehr. Das heißt aber nichts. Wir brauchen nämlich einfach eine Sense. Und Sensen haben wir noch 3. Gut. Das heißt, Siedler müssen sich einmal die Sense packen und dann geht's los. Gut, der Bauernhof ist für die Brauerei. Wunderbar, der Bauernhof ist für die Schweinezucht. Brauerei und Schweinezucht brauchen genau das gleiche, oder? Ja. Oh, hier kommt schon das erste Schwein. Das wird nach oben getragen. Das hatten wir anscheinend noch über aus der anderen Kolonie. Ich hoffe, dass der Steinbruch hier ein bisschen für Platz sorgt. Hier ist der Holzfäller, ja. Alles perfetto. Alles super fett. Nein, alles läuft super. Gut, der Baumstamm wird hochgetragen, warum auch immer. Brett kommt raus. Die Fischerhütte ist fertig. Also. Die ersten 10 Minuten waren jetzt sehr viel Bauen und sehr viel beim Bauen zuschauen. Hier ist auch der Holzfäller schon drin, hier auch schon. Das heißt, die bauen hier auch schon langsam ab. Jäger sind am Bauen, Baracke ist daran gebaut zu werden, aber... Und er baut auch weiter. Ja, wunderbar. So, jetzt bauen wir hier noch einen Weg durch. So, und so. Mit dem Hintergedanken... Das weiß ich noch nicht, ob das so bleibt. Das ist bloß vorerst, damit die Fischerhütte hier oben direkt den Fisch zu unseren Minen bringen kann. Und das Fleisch hier von den Schweinen sollte da auch hingebracht werden. Hier kommt noch ein Sägewerk hin. Genau, da fehlt, glaube ich, noch Gestein. Es ist alles noch sehr leer. Also die Wirtschaft ist noch nicht optimal am Laufen. Das ist mir schon klar. Aber wir müssen jetzt erstmal einfach schauen, was wir aus dem ganzen Spaß hier machen. So, der arbeitet noch sehr schön. Ja gut, der wird viel arbeiten. Hier können wir dann auch noch einen Steinbruch hinbauen, wenn uns irgendwann das Gestein ausgehen sollte. Der Jäger wird auch noch ein bisschen Fleisch generieren. Ja,
Ja, schaut her, die Verbindungen sind hier super. Unser Straßensystem ist wirklich ausgereift. Der Brunnen kommt hier auch hin. Der muss ja eh noch aussehen. Nein, der muss eh noch aussehen. Von daher, wir haben eh noch ein bisschen Zeit hier. So, hier kommen auch schon die nächsten Bretter. Warum werden die da hochgetragen? Machen die einen kleinen Umweg. So, wird schon Gold produziert? Nee, weil der glaube ich noch nicht, das Haus ist noch nicht besetzt. Aber da kommt jemand, oder? Ja, genau, da kommt jemand. Gut. Gebäude, ja, hier können wir eigentlich nicht, wir können hier nicht mehr viel machen. Hier können wir auch keinen Bauernhof hinpflanzen, das glaube ich macht keinen großen, höchstens hier wirklich hin. Dann sind es zumindest 4 Felder. Irgendwie sowas. Oder hier. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig. Die Bauernhöfe brauchen schon mehr Platz. In die Siedler 1 war das Ganze ein bisschen einfacher, weil die haben ungefähr 10 Felder pro Bauplatz. Pro Bauernhof angesät. Das war natürlich eine bisschen andere Nummer. So. Das ist alles Bauplatz, den ich hier gern haben möchte. Ja, aber eigentlich, gell. Hier ein Bauernhof ist auch Unsinn. Warum nicht? Der wird dann vielleicht nicht optimal ausgenutzt. Aber was sollen wir dort sonst hinbauen? Ein Forstgebiet bauen wir da nicht hin. Ja, brauchen wir halt Stroh. Ja, ja, doch. Heu. Heu brauchen wir dafür. Für Mühle und sowas. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Eselzucht. Ja, Eselzucht. Wichtig ist jetzt erstmal, dass wir ganz entspannt hier jetzt alles ausbauen. So, da kommt ein Soldat. Wunderbar, der kommt hier rein. Wo wird eigentlich das ganze Gold hingetragen? Ja, hoffentlich sind die bald am Produzieren mit Gold, weil das brauchen wir schon. Ich schicke mal hier noch einen Gelehrten, denn ich will wissen, was der restliche Berg noch so abgibt. Ah ja, da kommt der Jäger schon. Wunderbar. So, jetzt dürften wir so langsam wieder einen vernünftigen Alltag haben, so wie Deutschland gerade nicht. Muhaha. Entschuldigung. Entschuldigung. Wenn wir hier noch einen Bauernhof hinbauen. Na, oder eher hier. Nee, nee, so wollte ich das nicht. Genau so. Dann haben wir hier 2 Bauernhöfe. Ich denke, das Land hier ist gut ausgenutzt. Den Holz, der macht nicht mehr weiter. Kohle gefunden. Ja gut, an Kohle mangelt es uns absolut nicht. Ist auch eine gute Nachricht. Münzprägerei fängt an zu arbeiten. Die Fleischerei auch. Und er bekommt endlich Stroh. So, wir haben unser Land mal wieder erweitert. Jetzt kann es weitergehen. Jetzt kann es auf jeden Fall weitergehen. Wie machen wir denn am dümmsten weiter? Wahrscheinlich hier. Hier so. Hier. Also. Also ich muss schon sagen, wie kommen wir denn da eigentlich zu den Gegnern hin? Weil ich meine, hier haben wir in alle Richtungen das Meer hinter uns. Was ich eigentlich auch gar nicht schlecht finde. Das ist sehr beruhigend. Wir werden jetzt auch hier mal eine weitere Baracke hinbauen, einfach um das Land optimal auszunutzen. Wer weiß, was es hier noch im Gebirge so an Rohstoffen gibt. Und jetzt hat sich ja die Lage mit unseren Baustellen doch ein bisschen verbessert. Es hat sich ja doch etwas verbessert. So, hier der Bauernhof wird auch schon gebaut, wie ihr seht. Wunderbar. Ich glaube fast, ja. Der Holzfäller ist fertig. Können wir hier noch irgendwo in die Nähe einen Holzfäller hier hin? Ja, ich weiß, es scheint jetzt wie Korinthenkackerei zum sein, aber dann kommt der Bereich hier auch hoffentlich weg.
Ich glaube, die Dinger kann er nicht fällen, aber das hier oben. Ist das hier? Nee, da kann man nichts machen. Nee, das ist kein Gebirge. Und hier ist eben der Sumpf. Wir bauen jetzt hier von oben quasi runter. Ja. Eisen gefunden. Okay, noch mehr Eisen. Gold wäre mir lieber. Ich weiß, sie hat nicht damit gerechnet, aber Gold wäre mir lieber gewesen. So, der Steinbruch muss jetzt hier auch erstmal abbauen. Wie sieht's hier aus? Ja. Es wird doch langsam. Wenn es gut läuft, kommen hier so kleine süße Schweinebabys. Aber das wisst ihr sicher schon. Das wisst ihr sicher schon. Wie sieht's denn grundsätzlich so aus? Okay, die Schlosserei. Aha. Wird sich da unseren Befehlen widersetzt. Anscheinend haben wir... Ah ja, gut, wenn wir keine Baustellen mehr haben, klar. Dann wird's in die Schlosserei gebracht. Naja, gut. Das ist dann, denke ich, noch in Ordnung. Machen wir so auf 2 hier, damit es minimale Priorität hat. So, wenn der Bauernhof hier gebaut wird. Könnten wir so langsam mal Ausschau nach einem schönen Plätzchen für eine Eselzucht. Und da wird sich das hier, glaube ich, ganz gut anbieten. So. Nee. Was ist das denn? Naja, gut, das ist so ein komischer Hügel. Das müssen wir jetzt halt einfach in Kauf nehmen. Gut, Stroh kommt ja hier unten noch. Ich denke aber, dass wir hier den Gelehrten hinschicken. Der soll uns hier vielleicht noch ein kleines Plätzchen finden, wo wir einen zweiten Brunnen aufbauen können. Damit wir Esel bekommen. Das wird unsere Wirtschaft noch weiter vorantreiben. So, Eselzug kriegt jetzt auch voll. Halt, warum habe ich denn da Werft hochgemacht? Bin ich bescheuert? Ja, und Getreide bitte auch. Warum mache ich alles voll? Weil im Prinzip alles irgendwo wichtig ist. Wir sind jetzt nicht so im Zeitdruck, finde ich. Da können wir das ganz gemütlich nach eigenem Ermessen machen. So, hier wird schon fleißig abgebaut. Oh, ich schaue denen so gern beim Arbeiten zu. Das entspannt mich so dermaßen. Der Jäger ist auch gut am Arbeiten. Das ist auch sehr wichtig. So, was ist los? Wasser gefunden. Das wollten wir. Wenn du es jetzt noch an den richtigen Stellen findest, Junge, dann wird es was. Dann wird es was hier. Okay, also, wir schauen nochmal. Ich brauche nochmal eine Burg. Was brauchen wir denn noch dringend? Ja, Forsthaus. Gut, wir brauchen irgendein Gebiet früher oder später, wo wir Bäume nachpflanzen. Da kommen wir nicht dran vorbei. Wir brauchen früher oder später Mühle und Bäckerei. Dafür brauchen wir aber ebenfalls einen Brunnen. Und einen funktionierenden Bauernhof. Katapult brauchen wir jetzt, glaube ich, gerade noch nicht. Eselzucht wird gebaut, Schweinezucht, Bauernhof. Okay, wir haben soweit eigentlich alles. Wir können jetzt noch die Wirtschaft quasi verbessern, indem wir noch mehr Nahrung generieren. Das Ganze stabilisieren und halt auch diese ganzen Gebirgen hier optimal ausnutzen. Das sollte unser Ziel sein. Wir haben nicht so viele Baustellen. Hier ist die nächste Fischerhütte. Genau, Fisch ist, denke ich, so das, was wir am meisten bekommen. Hier ist jetzt auch fertig. Hier könnte man sich überlegen, eine Baracke hinzubauen. Eigentlich würde ich es gern eher hier unten machen. Ach, bauen wir erstmal von hier oben runter. Das ist jetzt eher Luxus, finde ich, dass wir uns hier ausbreiten. Schauen wir nochmal. Schicken wir nochmal hier den Gelehrten. Ich würde nochmal gern wissen, was hier ist. Wir haben es uns schon mal angeguckt, aber ich habe es jetzt einfach nicht mehr im Kopf. Das müsst ihr mir leider verzeihen. So, das sind die kleinen Babyschweinchen. Süß. Und es sieht richtig gut aus hier. Es sieht richtig gut aus. Jeder arbeitet. Haha, wie geil ist denn der Brauer hier? Schaut euch den mal an. Boah, das schmeckt gut. Wenn der jedes Bierfass probiert, was der braut. Ich meine, der steht schon eine ganze Weile. Ach Gott, ich liebe diese Siele-Animationen.
Ah, der Holzfäller hier unten ist auch fertig. Ich bin am Überlegen, ob wir jetzt einfach schon den Steinbruch hinbauen sollen. Wir stehen ja eigentlich ganz gut da, was Baustellen angeht. Komm, dann wird es hier abgearbeitet. Zack. Hier noch ein Holzfäller hin. Mache ich wieder mal das, wofür ich berühmt bin. Unendlich viele Baustellen. Eselzucht wird auch schon gebaut. Ich habe schon gesehen, da ist einiges. Der Bauernhof ist früher fertig. Das ist sehr wichtig. Ja, der sucht natürlich wieder konsequent da, wo wir nicht bauen können. Hier, diese drei Spots wären super. Damit wir noch einen weiteren Brunnen bekommen. Der Steinmetz ist auch super am Arbeiten. Das gefällt mir so extrem. So. Ist alles nicht so geil. Ich glaube, so kommen wir hier nicht viel weiter. Hier oben könnten wir eine Baracke. Boah, das ist aber auch nicht so geil, aber es ist wurscht. Ich fühle mich von den Gegnern einfach noch nicht so unter Druck gesetzt. Ja, sie haben Gold, das stimmt schon. Und ja, sie erweitern auch ihr Land. Aber wir können uns hier so weit ausbreiten. Wir können hier alles richtig schön auskosten, was wir machen wollen. Wir können uns gemütlich eine funktionierende Wirtschaft aufbauen, damit wir darauf vorbereitet sind, wenn wir auf sie treffen. So, Militärgebäude besetzt. Kohle gefunden. Kohle, ja, wir bräuchten langsam vielleicht dann doch mal mehr. Mehr Gold. Und mich wundert jetzt gerade ein bisschen so. Mich wundert gerade so ein bisschen so. Hier kommen wir ja nicht lang. Ah, die haben die Goldmine abreißen müssen. Die hat nichts mehr generiert. Noch mehr Kohle gefunden. Der Berg ist, glaube ich, ziemlich wichtig. Auch für uns. Ja, nee, Wasser bringt uns hier oben nichts. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, wie wir denn da weiterkommen, wie wir unsere Gegner denn endlich erreichen. Ich meine, irgendwann werden wir sie herausfordern müssen. So, der Holzfäller hier unten arbeitet schon. Kannst du jetzt... Schau dir das an. Und jetzt geh daheim. Du willst mich doch verarschen. Schick mir gleich den nächsten, ja.